Leute, willkommen in einem Video. Ich bin's wieder, Philipp. Das hier ist mein 21. Video auf meinem Kanal Philipp Channel. Ich habe euch ja gesagt, dass ich heute noch den Rest von meinen neuen Sachen zeigen will. Aber danach kommen erstmal alle Spielsets nochmal. Und danach nochmal was ganz Interessantes. Aber ich sag euch noch nicht was. Okay, dann fangen wir erstmal an. So, hier haben wir erstmal 18 neue Trash Wheels. So, und dann haben wir auch noch von Gross Ghost Spooky Series nämlich viele neue Trash Wheels. Nicht Trash Wheels, Trashies. Hier seht ihr. Weil da bin ich froh, dass ich jetzt so viele gekriegt habe auf einmal von Gross Ghost Spooky Series. Weil die ist ja ziemlich selten, die Serie. Und ja, deswegen. Seht mal, hier sind die Astro Trashies. Aber die sind jetzt nicht Ultra Rare. Die sind eigentlich nur common, weil die Ultra Rares, das sind andere. Seht mal, diese klebrigen hier, das sind die Ultra Rares. Aber ich muss die mal eben an die Wand machen. Herr Kameramann, komm mal eben. Und deswegen habe ich die auch in die Tüte getan, damit die nicht irgendwie so verstauben, wenn die so klebrig sind, also so sticky. Seht ihr? Und übrigens können die auch im Dunkeln leuchten. Also die sind sticky und glow in the dark. Ja, und das hier sind dann die, ach, warte mal, nee, das hier waren die Ultra Rares und das sind die Special Editions. Das waren die Ultra Rares. Und das waren die Special Editions. Also hier seht man die Ultra Rares. Die können auch im Dunkeln leuchten, aber nur bei diesem Fell, was rund um die Augen ist. Und das ist aber auch nicht bei allen so. Weil ich habe die hier aus Kanada, aber bei USA oder so, da haben die, glaube ich, am ganzen Körper Fell. Also ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube. Und da leuchten die halt am ganzen Körper und hier nur um die Augen rum. So, und dann habe ich auch noch ein Trashpack-Magazin, ein neues, aber das ist das zweitälteste, seht ihr? Nummer 2, 2013, August bis September. Und da war auch das Fortskissen dabei. Seht ihr? Wenn ich da drauf drücke. Okay, und dann zeigen wir es mal von innen. Aber davon muss ich die Trash-Wheels erstmal nach hinten schieben. Sieht man, hier steht super lustiges Extra. Das ist das Fortskissen. Also, ihr wisst vielleicht, dass das einzige Magazin von Trashpack ist, was so ein Extra hat, was nicht immer ein Trashy ist. Weil normalerweise sind da nur Trashies oder Sticker oder Karten, halt solche Sammelsachen. Aber das Fortskissen ist ja was eher Spezielleres. Ja, in dem Comic, da geht's, glaube ich, irgendwie darum, dass irgendwelche Monster die anderen erschrecken. Ich habe noch nicht ganz durchgelesen.
nachher und hier geht's noch weiter. Und die beiden kennt ihr ja bestimmt, oder? Diese Müllmänner hier, die sind oft in den Magazinen da drin von Trashback. Und hier ist nochmal ein großes Poster von Spiushi. Aber die andere Hälfte ist dann auf der anderen Seite. Ach ja, hier ist noch ein anderes Poster. Ja, und hier ist noch nur die andere Hälfte von dem Poster mit Spiushi, Spiushi, der sich duscht. Also das war ja schon mal in so einem anderen Magazin. Da war der zum Ausmalen, dieser duschende Spiushi. Und hier gibt's noch mal so ein Spiel, das ist ein Fehlersuchspiel. Labyrinth. Dann haben wir hier ein bisschen Kartenwerbung. Zum Ausmalen. Das soll ein Spiel sein, glaube ich. Ja, und hier soll man halt diese Teile den Trashies zuordnen, den beiden da. Also hier Dank Dishwasher und Feral Fridge. Und da unten soll man zuordnen, was ist, also wem gehört der Müll, zum Beispiel der Gammelkäse und das Stück Käse, ist ja beides Käse. Oder hier die Banane und Wasted Banana. Ja, ist auch ein Spiel. Steht ja für zwei Spieler, also ist das ein Spiel. Und da ist noch ein Comic-Quiz. Ja, und hier ist die Ankündigung aufs nächste Magazin. Aber seht mal, was jetzt nicht so toll ist. Hier am Cover da hinten, da ist ein voll übler Riss. Seht ihr? Aber das ist auch nicht ganz so schlimm, weil das nur am Cover ist. Ich meine, noch schlimmer wäre es jetzt, wenn es irgendwo innen wäre. Dieser Riss. Okay. Ach ja, und dann wollte ich euch auch noch die Serie 6 Ankreuzanleitung nochmal zeigen. Weil ich habe ziemlich viele neue Serie 6 Trashies gekriegt. Aber ich weiß gar nicht mehr, welche jetzt die neuen waren, weil ich die schon zu meinen anderen untergeordnet habe. Ja, und deswegen habe ich jetzt meine Ankreuzanleitung geholt, um euch nur nochmal zu zeigen, welche mir noch fehlen. Das sind hauptsächlich Puke Eggs. Aber warte mal, ich rufe mal eben den Kameramann. Herr Kameramann, komm mal eben. Ja, also seht mal, bei den Puke Eggs, da fehlen mir jetzt noch die meisten. Da habe ich nämlich erst 4. Aber hier bei diesen Puke Eggs und auch bei den X-Ray Trashies von Serie 7, da sieht man richtig, dass die wirklich ultra rare sind. Wenn ich da erst 4 habe. Ja, und dann fehlen mir halt noch, warte mal. Der hier, Bone Edge Lila. Dann Boggy Bonfire Grün. Dino Poop in Gelb. Ich glaube, hier ist gar keiner, der mir fehlt. Und dann von den Hard Boil Trashies, da habe ich jetzt auch alle. Die sind ja nicht so selten. Ja gut, halt logisch, die Limited Editions, die kann ich ja auch nicht alle haben. Und, ja, hier fehlen mir noch ein paar. Da fehlt mir zum Beispiel noch der Hardboiled Buzzer. Moment mal, ist der da? Dann fehlt mir noch... Hier, Ronnie Roach in Lila. Und hier noch, Mucky Might in Gelb. Und hier war, glaube ich, gar keiner mehr. Das sind alle abgehakt. Ja,
Ja, okay, dann habe ich euch jetzt alles gezeigt. In meinem nächsten Video wollte ich euch, wie gesagt, meine ganzen Trashback-Spielsets nochmal zeigen. Aber ich zeige jetzt nicht alle Funktionen, weil das Video dann bestimmt 2 Stunden oder so dauern würde. Ja, ich schreibe euch halt noch dazu ins Video, wann ich die ganzen Spielsets gezeigt habe. Die waren ja in irgendwelchen Videos immer zu sehen. Ja, okay, dann tschüss.